Am 20. April empfing die HSG Sangerhausen quer vor zwei die Vertretung der Männermannschaft vom BSV 1928 Kloster Mansfeld in der Sporthalle der BBS in der Berg- und Rosenstadt Sangerhausen. Dabei war es das letzte Spiel der Saison vor Ende in der Bezirksliga. Und an diesem Samstag war auch die Vorfreude groß, ging es doch um den Aufstieg in die Verbandsliga. So war die Stimmung vor Ort sehr laut und die Fans beider Seiten unterstützten ihre Mannschaften. Zu Beginn legten die Kloster Mansfelder auch direkt mit Tempo los und konnten mit ihrer offensiven Abwehr die Gastgeber auch überraschen. Mit 4:1 konnte man so in Führung gehen. Doch wie zu erwarten war, hielt die HSG 2 dagegen. Deshalb ließ der 4:4 Ausgleich auch nicht lange auf sich warten und die Kloster Mansfelder hatten noch direkt einmal gezeigt bekommen, dass eine konzentrierte Leistung notwendig ist, wenn man die Punkte mitnehmen will. Der BSV legte also übers 8:6 und 10:6 nach. Diese Führung wurde nun nicht wieder hergegeben. Auch weil man in der Abwehr gut stand und zudem Marcel Wallis einige freie Würfe der HSG parierte. Der BSV Kloster Mansfeld kam jetzt richtig ins Laufen. Übers 14:9 und 16:10 wurde der Vorsprung weiter ausgebaut. Bereits zur Halbzeit führten die Kloster Mansfelder mit 25:14 und hatten verdeutlicht, dass sie die Meisterschaft an diesem Spieltag feiern wollen. Die weitere Führung konnte auch im zweiten Abschnitt bis zum 30:20 ausgebaut werden. Aufgrund des deutlichen Ergebnisses schlichen sich ein paar Fehler beim BSV ein und die Gäste kamen aufs 30:23 ran. Es machte sich das sichtbar, was man vor dem Spiel auch erwartet hatte. Die HSG 2 kämpfte bis zur letzten Minute und so gaben die Gastgeber nicht auf und nutzten die Chancen, die ihnen ihr Gegner bot. 10 Minuten vor dem Ende war die deutliche Führung des BSV aufs 35:30 zusammengeschrumpft. Aber die Kloster Mansfelder Mannschaft fing sich wieder ein und erhöhte auf 37:30, agierte in den letzten Minuten wieder konzentrierter. Der Sieg geriet damit nicht mehr in Gefahr. Und so konnte man sich beim 39:32 nur Minuten vor dem Ende jubeln. Richtig ausgelassen feierte man dann den Schlusspfiff mit den 41:34 Erfolg und damit die verdiente Meisterschaft und den Aufstieg in die Verbandsliga. Die Kloster Mansfelder feierten auf dem Parkett, die Fans auf der Tribüne. Die Freude und Erleichterung bei den Fans und Spielern war riesig. Der Traum von der Meisterschaft und dem Aufstieg konnte somit einen Spieltag vor dem Saisonende gesichert werden.